Stellen Sie sich bitte mal vor, 5,4 Milliarden Dollar sozusagen hat man aus Sommerspielen schon destilliert. Nun macht man eine Stiftung über eine Milliarde. Die hat nichts mit Sport zu tun. Nach 40 Jahren haben Sie 10-mal Sommer- und 10-mal Winterspiele, haben Sie 20 Stiftungen weltweit, in denen für sozusagen soziale Zwecke, für Friedenszwecke und ungeheure Mittel eingesetzt werden, die über das IOC generiert wurden und die, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die der friedensumspannenden, weltumspannenden Idee der olympischen Bewegung das Futter liefern, die sie eigentlich braucht. Also da braucht es, glaube ich, ein breiteres Denken als nur das Event Olympische Spiele. Können wir das nachhaltig machen? Hoffentlich können wir das kostengünstiger machen. Hoffentlich reicht das dann aus, dass die ganze Welt wieder schreit, wir wollen Olympische Spiele. Und das glaube ich eben nicht. Und da müssen wir ein bisschen weiterdenken. Wir haben ja in Deutschland eines der besten Anti-Doping-Systeme. Wir gehen ganz klar mit diesem Thema Doping sehr offen, sehr intensiv um. Wir haben große Restriktionen gegenüber unseren Athleten, die Dinge zulassen, die kein normaler Mensch in seinem Lebensalltag zulassen würde aufgrund seiner Persönlichkeitsrechte. Also wir tun ja auch eine ganze Menge, um national die Reputation des Leistungssports und des olympischen Sports auch wieder aufzubauen oder zu schützen an der Stelle. Und das ist ja natürlich kein Freibrief, nur weil es irgendwo anders sag mal, ähnliche Entwicklungen in der Gesellschaft gibt. Aber da braucht man eben dann die Kontrollmechanismen. Meine Idee ist eigentlich eher, nicht mehr eine Stadt damit alleine zu lassen, sondern dass Deutschland sich wirklich darauf kapriziert und sagt, dieses Rhein-Ruhr-Konzept, lasst uns doch gemeinsam das probieren. Und ich habe Events und Sonstiges, wir haben Public Viewing, das ist vielleicht auch schon alt in 10 Jahren, wir haben Streamen und was alles, der Himmel, was da alles passiert. Große Gemeinschaft. Große Gemeinschaft, nicht nur Rhein-Ruhr, sondern so eine Stadt wie München, Olympiastadt, die ist auch dafür. Und also wirklich, dass ich auch, da gebe ich es auch selber, weil ich weiß, wie schwierig es ist, aber ich habe es immer gerne gemacht. Für die Olympischen Spiele stehen, auch mutig stehen. Das ist sozusagen die Idee auch hinter dieser reinen Ruhr, dass wir sagen, wir schaffen es mit dem Mantel, Olympische und Paralympische Spiele auf einmal eine Region zu vereinen, wo sozusagen ich als Kölner Kölsch trinke und der Düsseldorfer schon Altbier trinkt und der im Ruhrgebiet macht das Herrengedeck und eigentlich die einen mit dem anderen nicht so viel zu tun haben wollten. Und jetzt auf einmal gibt es ein Thema, was alle verbindet und auf einmal ein Wir-Gefühl da ist, wo man andere Themen entsprechend mit aufsetzen kann. Ich habe es eingangs ja gesagt, dass sicherlich auch aus meiner Sicht auf Seiten des DOSB in den letzten Bewerbungen Fehler gemacht worden, dass man zu spät die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen hat. Deswegen kann ich nur dazu plädieren und appellieren, egal mit wem man ins Rennen geht, wenn man für Deutschland ins Rennen geht, dass man frühzeitig das erklärt und frühzeitig den Menschen eine Chance gibt, über einen Zeitraum hinweg sich mit der Konzeption zu befassen, damit eben dieser Eindruck, dass das alles sozusagen unter dem Deckmantel, unter den verschlossenen Türen entwickelt wird, eben beiseite geschoben werden.